Darf ich Inhalte aus meinen Akten, Beschlüsse, Beweismittel etc. ohne weiteres veröffentlichen? Oder mache ich mich damit strafbar oder abmahnbar? Ich erkläre euch die Antwort zu dieser mir im Netz gestellten Frage in diesem Video. Welcome at Active News. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin Volljurist und Videoaktivist und dies ist mein Videokanal. Vor kurzem wurde mir die Frage gestellt, habe ich denn ein Problem, wenn ich tatsächlich Inhalte aus meiner Akte veröffentliche? Darf ich nicht? Das ist eine sehr spannende Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Aber schauen wir doch einfach mal ins Urhebergesetz hinein, in den Paragraph 5. Paragraph 5 Absatz 1 Urhebergesetz sagt, Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und amtlich verfasste Leitsätze zu Entscheidungen genießen nicht den urheberrechtlichen Schutz. Kein urheberrechtlicher Schutz für Beschlüsse, Entscheidungen und damit können diese vollumfänglich veröffentlicht werden, wenn es nicht eine andere entsprechende Verbotsnorm gibt. Eine klare Verbotsnorm ist in dem Zusammenhang der Paragraph 353d StGB, verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer gegen einen gesetzlichen Verbot über eine Gerichtsverhandlung, bei der die Öffentlichkeit ausgeschlossen war, oder über den Inhalt eines die Sache betreffenden amtlichen Dokuments öffentlich eine Mitteilung macht. Damit sind vor allem natürlich auch so Staatsschutzgeschichten gemeint. Entgegen einer vom Gericht aufgrund eines Gesetzes auferlegten Schweigepflicht Tatsachen unbefugt offenbart, die zur Kenntnis gelangt sind. Auch hier haben wir eben diese Staatsschutzproblematik, Geheimverfahren. Wichtig ist für euch alle Absatz 3, Nummer 3, die Anklageschrift oder andere amtliche Dokumente eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens ganz oder in wesentlichen Teilen, ja, im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist. Also, wenn ihr im Rahmen eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens Unterlagen erhaltet, dürft ihr diese amtlichen Dokumente, Beweismittel, nicht im Wortlaut öffentlich mitteilen. Wichtig ist in dem Zusammenhang aber, und das musste Gerhard Strate bei der Wiederaufnahme des Verfahrens Gustl-Mollat erledigen. Hier oben seht ihr letztlich, was er zu dem Thema geschrieben hat, dass eben damit nicht gemeint ist, außerhalb des Verfahrens, wenn ein Verfahren abgeschlossen ist oder noch gar nicht in die Wege geleitet ist, dann kann in diesem Zusammenhang auch keine entsprechende Strafbarkeit im Raum liegen. Gewollt ist damit, dass man eben nicht das Gericht negativ beeinflussen kann mit der Veröffentlichung von diesen Unterlagen, was eben auch über öffentlichen Druck, der so aufgebaut werden könnte, erfolgen würde. Und deshalb hat der Gesetzgeber hier eben ganz klare Verhaltensregeln aufgestellt. Ganz einfach, während dem Verfahren, also mit Einleitung bis rechtskräftigen Abschluss, dürft ihr eben diese Dokumente nicht veröffentlichen, also Beweismittel aus der Akte. Wichtig aber, ja, die Anklageschrift darf man nicht veröffentlichen. Was nicht erwähnt ist, ist eben das Urteil, weil dieses, ich habe es ja vorhin gerade vorgelesen für euch, weil dieses Urteil eben vom Paragraph 5 Urhebergesetz umfasst ist. Für Familienstreitigkeiten gilt insoweit das Gleiche, wobei eben eine Strafbarkeit für dieses Verfahren nicht in Betracht kommt, denn es ist eben in diesem, in dieser Nummer 3 nicht aufgeführt, ja?
Allerdings ist eben im Urhebergesetz auch nicht die Akte als solche quasi freigestellt. Ja? Die Legal Tribune Online hat das eigentlich ganz vortrefflich zusammengefasst. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Manchmal ist es einfach sinnvoller, nichts zu veröffentlichen. Fakt ist, nur weil eben bestimmte Dinge gemeinfrei sind, heißt es das nicht, dass durch eine Veröffentlichung nicht Rechte betroffen sind. Ja? Die Namensnennung kann sehr wohl problematisch sein. Deshalb ist, weil die Abwägung, ich habe hier eine Diskussion, eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 21.11.2006, Aktenzeichen Römisch 6 ZR 259-09, die ich unten auch verlinken werde, in der eben deutlich gemacht wird, dass es auf eine Einzelfallabwägung ankommt. Ihr solltet euch nicht darauf verlassen, das sage ich euch ganz klar, dass in eurem Fall ein Gericht auch zu dem Ergebnis kommt, dass in diesem Einzelfall es zulässig sein soll, ja, dass ihr den Namen benennen dürft. Ja. Zum einen haben wir hier Presseschutz, ja, weil in einem Sonderfall öffentliches Interesse und damit auch das Grundrecht der Pressefreiheit betroffen waren. Ja. Der BGH führt aus, Äußerungen zu den Sozialsphären desjenigen, über den berichtet wird, dürfen nur im Fall schwerwiegender Auswirkungen auf das Persönlichkeitsrecht mit negativen Sanktionen verknüpft werden. Also wenn eine Stigmatisierung, soziale Ausgrenzung oder Prangerwirkung zu besorgen sind. Natürlich ist eine Prangerwirkung immer gegeben, wenn ich etwas Negatives berichte und vielleicht auch diese Fehler berichtigen möchte, sodass die Prangerwirkung alleine aus meiner Sicht nicht geeignet sein kann. Das gilt umso mehr, als wenn ein Streit schon in die Öffentlichkeit getragen ist. Tritt der Einzelne als ein in der Gemeinschaft lebender Bürger in Kommunikation mit anderen, wirkt er durch sein Verhalten auf andere ein und berührt dadurch die persönliche Sphäre von Mitmenschen oder Belangen des Gemeinschaftslebens, dann ergibt sich aufgrund des Sozialbezuges nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Einschränkung des Bestimmungsrechts desjenigen, über den berichtet wird. Und in dem konkreten Fall, der erkennende Senat hat für eine Berichterstattung über die berufliche Sphäre klargestellt, dass der Einzelne sich in diesem Bereich von vornherein auf Beobachtung seines Verhaltens durch eine breite Öffentlichkeit wegen der Wirkungen, die seine Tätigkeit hier für andere hat, einstellen muss. Wer sich im Wirtschaftsleben betätigt, setzt sich erheblich im Umfang der Kritik an seine Leistungen aus. Zu einer solchen Kritik gehört auch die Namensnennung. Die Öffentlichkeit hat in solchen Fällen ein legitimes Interesse daran zu erfahren, um wen es geht, und die Presse könnte durch anonymisierte Berichterstattung ihre meinungsbildenden Aufgaben nicht erfüllen. Also, je wichtiger der Fall ist, bei Institutionen, Firmen, Behörden, desto eher darf man den Namen benennen. Ich sage es euch aber auch ganz gleich, es gibt Entscheidungen von Oberlandesgerichten, die das einfach negieren, die sagen, der arme Mensch ist betroffen durch die Namensnennung. Deshalb ist aus meiner Sicht, die ganz klare Empfehlung, Namen nicht nennen, alles schwärzen. Und zwar jeden Namen vom Richter über den Schriftführer bei Gericht, über denjenigen, der das Dokument ausgefertigt hat, über jeden Beteiligten, einfach um sicherzustellen, dass ihr hier nicht angreifbar seid. Es geht ja um die Diskussion in der Sache mit der Veröffentlichung, nicht um den Streit über die Person. Und wie gesagt, es gibt auch Entscheidungen, die bei einer Schwärzung, dann, wenn eine tatsächliche Erkenntnis, wer die Person sein könnte, also Erkennbarkeit vorliegt, trotzdem Zurückhaltung gebieten. Ich halte es für problematisch, weil hier letztlich es in die Entscheidung des Richters, ob eine Erkennbarkeit da ist oder nicht, gestellt wird und damit aus meiner Sicht auch ganz klar, ja, keine Rechtssicherheit herrscht, wenn man eigentlich von vornherein nicht weiß, was man darf. Aber deshalb sage ich ja auch, Akteninhalte veröffentlichen ja, am besten aber alles anonymisieren. Wenn Rechte Dritter betroffen sind, die gar nicht Streitspartei sind, klassischer Fall Familienverfahren, dann muss man noch ein zweites Mal genau drüber nachdenken, was man tatsächlich veröffentlichen möchte. Denn es kommt immer wieder das Argument von Verfahrensbeistand oder Jugendamt, dass tatsächlich ein
Kind so sehr beeinträchtigt werde durch die Berichterstattung des Vaters, der Mutter. Das würde dem Kind schaden, das Kind hätte sich deshalb von den Eltern abgewandt, bla bla bla. Jetzt gibt es hier keine einheitliche Aussage. Ihr dürft über euer Verfahren definitiv berichten, aber je mehr die Intimsphäre des Kindes betroffen ist, desto mehr Zurückhaltung ist geboten. Das ist natürlich wieder so eine scheiß juristische Aussage, auf die man sich nicht verlassen kann, was tatsächlich gemeint ist. Damit kann eigentlich keiner was anfangen. Ja? Das Problem ist, ich kann es euch nicht genauer beschreiben, ja? Weil jeder Fall anders ist. Ich persönlich würde alles, was mit der Kritik am Urteil, am Verfahren einhergeht, eigentlich nicht großartig thematisieren und auch nicht über Belege veröffentlichen. Das gilt für mich insoweit auch, als dass ich sage, tatsächlich ist bereits die Benennung des Kindes immer wieder problematisch. Deshalb sehr genau überlegen, ob das Sinn macht. Natürlich ist es euer Kind, ihr müsst euer Kind nicht verstecken. Dazu gehört aus meiner Sicht im Übrigen auch, dass man mal ein Bild veröffentlicht, ich möchte mein Kind wiedersehen. Aber all das sind Punkte, die halt in der Gesamtschau zu berücksichtigen sind. Wer ein Bild veröffentlicht oder einmal sagt, ich vermisse mein Kind, der hat andere Ansatzpunkte als jemand, der das tagtäglich macht. Natürlich muss man manchmal, um Druck aufzubauen, hier solche Aspekte auch veröffentlichen. Ich möchte aber nur aufzeigen, dass es hier zu Problemen führen kann. Veröffentlichen dürft ihr es. Wobei, wenn eben das Recht des Kindes betroffen ist, Persönlichkeitsrecht etc., macht ihr euch damit natürlich deutlich angreifbar. Um also nochmal dieses Video, das ist doch schon etwas länger geworden, zusammenzufassen. Grundsätzlich darf man das meiste veröffentlichen, auch wenn es nicht öffentliche Verfahren angeht. Ein gesetzliches Verbot, Strafbarkeit besteht nur im Rahmen eines Straf-, Bußgeld- oder Disziplinarverfahrens. Was aber nichts daran ändert, dass eben die Rechte Dritter durch eine Veröffentlichung betroffen sein dürfen. Die Geheimhaltung, die der Paragraph 353d StGB anspricht, in den Nummern 1 und 2, betrifft aus meiner Sicht nicht eine bloße Akteneinsicht, auch wenn es eine nicht öffentliche Familienakte ist. Ihr müsst also nur noch aufpassen, dass ihr nicht die Persönlichkeitsrechte von Dritten und insbesondere eures Kindes verletzt. Ansonsten darf man alles diskutieren. Ich persönlich würde auch immer empfehlen, das Ganze möglichst wissenschaftlich aufzubauen, nicht einfach nur ein bisschen schimpfen, sondern ganz klar eure Gegenmeinung, vielleicht auch gegen Beweise vorlegen. Dann hat man nämlich eine konkrete Einordnung des Ganzen, dann hat man ein Zitat. Notwendiges Zitat im Übrigen, um sich damit auseinanderzusetzen. Und man tut sich dann erheblich leichter, sich gegen Angriffe zu wehren. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Klarheit in das doch sehr schwierige Thema gebracht. Würde mich freuen, wenn es euch was nützt. Bitte unten fleißig kommentieren. Auf jeden Fall auch das Video liken und teilen. Und natürlich den Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen, euch auch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dann, Servus, macht's gut.